Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt, Gejagt. Wieder einmal haben sich vier schlaue Menschen gefunden, die tatsächlich der Meinung sind, einen Jäger besiegen zu können. Warum sind sie dieser Meinung? Wir fragen sie am besten selbst. Hallo, mein Name ist Manfred Erdmann. Ich komme aus Leichlingen und ich bin Sportschütze. Und deswegen bin ich gespannt, wer heute hier als Erster die Flinte ins Korn wirft. Mein Name ist Bianca Rothmann, ich komme aus Unna, ich bin Köchin und ich möchte, dass der Jäger heute den Löffel abgibt. Hallo, mein Name ist Daniel Esche, bin Student aus Würzburg und studiere Geschichte. Und ich halte es beim Quizzen stets mit Julius Cäsar. Veni, vidi, vici. Hallo Jäger, du graue Maus, mein Name ist Gloria Viagra und ich kenne mich mit Schminke aus. Deshalb, diesen Sieg kannst du dir abschminken. Das ist das Team des heutigen Abends. Jedes einzelne Mitglied wird gleich zunächst zu mir kommen und in einer Schnellraterunde möglichst viel Geld für die Teamkasse erspielen, um dann mit diesem Geld in ein Duell gegen den Jäger zu gehen. Wer das Duell gewinnt, geht mit seinem Geld automatisch ins Finale. Wer es verliert, geht nach Hause. Beginnen wird heute Manfred. Hallo Manfred, schönen guten Abend. Schön, dass du hergekommen bist. Wie geht's dir? Gut, soweit. Eher aufgeregt, eher vorfreudig. Noch vorfreudig. Ja, kannst es kaum erwarten. Ja. Was machst du beruflich? Ich bin Buchhalter. Mhm. Und was qualifiziert dich für eine Sendung wie diese? Oh, ich denke, dass ich gut in Geschichte, Politik, Erdkunde bin. Ja. Und natürlich muss ich es mal allen zeigen, die immer sagen, naja, vor dem Fernseher, da kannst du mal alles beantworten. Ach, da aber, bist du gut, ja? Naja, selbst gefühlt, ja. 60 Sekunden dauert die erste Runde für dich, Manfred. Ich stelle dir Fragen und du gibst mir viele richtige Antworten. Jedes 500 Euro wert. Wenn du was nicht weißt, halte dich nicht dran auf. Patzer sind hier völlig normal. Und wenn du bereit bist, fangen wir an. Bin bereit. Die Zeit startet jetzt. Was für eine Art Kleidungsstück ist ein Stetson? Ein Hut. Welche Farben hat die Staatsflagge Polens? Rot und weiß. Wie heißt der älteste Sohn der Queen? Charles. Welcher Apostel Jesu erhängte sich? Weiter. Judas. Welche Gefährte startet bei einer Mongolfiade in die Lüfte? Ein Ballon. Welcher Schriftsteller war Alterspräsident des 13. Deutschen Bundestages? Weiter. Stefan Heim. Xinjiang Wangdi war der erste Kaiser welches Landes? China. Welcher See wird auch Bayerisches Meer genannt? Weiter. Chiemsee. In welchem Land kam Supermodel Eva Herzigova zur Welt? In Tschechien. Mit welcher Romina sang Albano im Duett? Power. Welche asiatische Stadt hieß früher Batavia? Jakarta. Welcher sprichwörtliche Vogel ist ein Säufer? Weiter. Schnapsdrossel. Welcher Jan moderierte die Tagesschau 1985 zum ersten Mal? Hofer. Was bedeutet die Abkürzung großes M, kleines D, großes B? Mitglied des Bundestages. Im Inneren der Sonne verschmelzen Wasserstoffatome zu welchem Element? Helium. In welcher ostdeutschen Stadt hängt 5000 Euro? Was ist das für ein Start hier? Ich gratuliere dir schon mal. Dankeschön. Wow, aber du bist ja noch im Tunnel, ne? Aber das muss man erstmal durchbringen. Das muss man erstmal durchbringen, das muss man aber erstmal machen. Darüber sollte man sich jetzt erstmal freuen. Und das mit dem Durchbringen, das fangen wir dann jetzt an. Hast du eine spezielle Vorliebe, wer kommen soll heute Abend? Jemand, dem ich gewachsen bin. Gut, wir sind sehr gespannt, wer gegen dich und gegen euch heute antreten wird. Ist es der Besserwisser, Sebastian Klussmann? Er spricht Französisch, er spricht Japanisch, Chinesisch und mit seinem Latein ist er auch noch nicht am Ende. Oder ist es der Bibliothekar, Klaus Otto Nagorsnik? Seine Kollegen sagen, er wäre halb Mensch, halb Suchmaschine. Ist es Holger Waldenberger, der Gigant? Er hat auf internationalem Parkett bislang jeden deutschen Gegner niedergerungen. Oder ist es der Quizgott, Sebastian Jacobi? Er ist Controller bei einem Stahlkonzern. Und wenn er Quiz spielt, zeigt er sein Herz aus Edelstahl. Du kennst sie alle, nehme ich an. Ja, und ich fürchte sie fast alle. Zu Recht leider, aber wir bringen dich da jetzt durch. Hier kommt der Jäger. Der Bibliothekar. Guten Abend, Herr Nagorsnik. Schön, Guten Abend, Sie zu sehen. Herr Gommes. Guten Abend, Manfred. Manfred Erdmann. Guten Abend. Klaus-Otto Nagorsnik, Bibliothekar gegen Buchhalter. Haben wir Augenhöhe gleich, ne? Oder? Wir arbeiten mit unterschiedlichen Büchern, aber mit Büchern. Ja, gut, das stimmt natürlich. Er ist Mitglied im 5000er-Club seit einer halben Minute. Hat Sie das beeindruckt gerade? Der 5000er-Club hat uns schon so manche Schwierigkeit bereitet. Aber auch das ist willkommenes Wild.
Dann starten wir. Hier ist dein Gate, lieber Manfred. 5.000 Euro auf der normalen Startposition. Ab jetzt ist es Ziel für dich, mit richtigen Antworten auf die Fragen, die ich euch beiden stelle, jeweils eine Stufe runterzukommen, bis du im Finale bist. Du kannst dir Sicherheit kaufen. Du kannst eine Stufe weiter entfernt vom Jäger starten. Das wird dich Geld kosten. Er wird dir allerdings auch ein Angebot machen, um dich eine Stufe näher an ihn heranzulocken. Herr Nagorsnik, was haben Sie denn an Angeboten für uns hier für das erste Duell? Auf der unteren Stufe halbieren wir die 5.000 auf 2.500 Euro. Und die Risikovariante? 10.000 Euro. Du entscheidest das, Manfred, denn du sollst dich hier wohlfühlen. Ihr seid aber als Team hier. Zocken, ja, nein? Ich würde zocken. Daniel? Ich würde bleiben. Gloria? Ich würde auf der 5.000 bleiben. Und was machst du? Bei 5.000 bleiben. Manfred spielt für 5.000 Euro das erste Duell des heutigen Abends gegen Klaus Otto Nagorsnik. Ich drücke dir die Daumen und die Jagd beginnt. Und sie beginnt mit dieser Frage. Welche ist die am häufigsten gesprochene Muttersprache? A. Englisch, B. Mandarin, C. Spanisch. Was hast du genommen? Ich habe mich für Mandarin entschieden. Was ist die richtige Antwort? Gut. Guter Start. Du machst deinen ersten Schritt. Und was sagt der Jäger? Mandarin, besser bekannt als Hochchinesisch. China hat immer noch die größte Bevölkerung. Gut, ich merke, Aufwärmfrage für euch beide. Und wir machen direkt weiter mit der nächsten Frage. Wer war der erste Bundeskanzler, der im 20. Jahrhundert geboren wurde? A. Adenauer, B. Kiesinger, C. Brandt. Manfred zuerst, setzt den Jäger unter Druck. Wer als erstes drückt, bewirkt, dass der andere innerhalb von 5 Sekunden sich entscheiden muss. Was hast du genommen? Ich war mir nicht ganz sicher, aber ich habe auch hier Antwort B gewählt. Kurt-Georg Kiesinger, was ist die richtige Antwort? Bravo. Sehr gut, läuft gut. Hättest 10.000 nehmen können. Nein, wir bleiben sachlich und demütig vor allem. Was sagt der Jäger? Oh, okay. Du hast den Vorsprung vergrößert. Nur noch 3 richtige Antworten brauchen wir. Was bedeutet TNT eigentlich? Trolotrinitol, B. Trunolitrolol oder C. Trinitrotoluol? Entschuldigung, ich konnte nicht schneller. Was hast du genommen? Antwort C, musst du richtig sagen. Ja, willst du sie nochmal wiederholen? Was Nein. ist die richtige Antwort? Ja, sehr gut. Trinitrotoluol, ist ja einfach. Wenn man es dreimal hintereinander sagt, hat man es wahrscheinlich. Du brauchst nur noch 2 richtige Antworten, Manfred. Es läuft super. Was sagt der Jäger? Ein Toluol mit 3 Stickstoffatomen, Trimal Nitro. Ja. Trinitrotoluol. Schön, sagen Sie nochmal. Trinitrotoluol. Oh, ich würde eine extra Stufe am liebsten gegen, aber er verfolgt dich weiterhin, Manfred, ja, aber es braucht dich gar nicht zu kümmern. Du brauchst nur noch 2 richtige Antworten. Hoffentlich die vorletzte Frage jetzt für Manfred. Welcher Boxer wurde 21 Jahre nach seinem ersten Titel erneut Weltmeister? A. Muhammad Ali, B. George Foreman oder C. Mike Tyson? Und ich sage noch, keine Sportfrage. Was hast du genommen? B hat mir 2-mal geholfen. Wir wollen B. Was ist die richtige Antwort? 3-mal geholfen. Sehr, sehr gut. Dein vorletzter Schritt. Wer guckt alles zu Hause? Alle? Oder? Ich hoffe, alle. Die Familie auf jeden Fall. Ja, gut. Was sagt der Jäger? Er bleibt hier dir auf den Fersen, aber wir brauchen gar nichts. Wir brauchen nur noch jetzt diese nächste Frage hoffentlich. Und dann geht Manfred durch mit 5.000 ins Finale. In der Fernsehserie Lost taucht immer wieder eine Zahlenfolge auf. Sie lautet 4, 8, 15, 16, 23 und A. 24, B. 37, C. 42. Besser als Trini Dingsbums. Was hast du genommen? Diesmal nicht B, weil ich denke, nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit kann es nicht wieder B sein. Ich kenne die Lösung nicht, habe C gewählt.
Wenn C richtig ist und 42 die letzte dieser Zahlenfolge in dieser Serie ist, dann haben wir den ersten Finalteilnehmer und 5.000 Euro schon in der Teamkasse. Was ist die richtige Antwort? So mag ich diese Sendung. Gratuliere dir zu einem super Duell. Ab ins Finale mit dir, Manfred. Bianca, komm, weiter geht's dir. Hallo, Köchin aus Unna. Bianca, wie geht's dir? Super Vorlage, kann ich nicht gegen anstinken. Respekt. Hast du dir irgendwas Spezielles vorgenommen für die erste Runde hier? Ach, ich habe gedacht, so 15 Euro für die Kinder fürs Kino. Ach so, ja. Du würdest sogar 500 Euro pro richtige Antwort bekommen, die du mir jetzt gibst. In der Schnellraterunde, du kennst die Regeln? Ja. Dann starten wir die Schnellraterunde für Bianca genau jetzt. Welches System wird mit ABS abgekürzt? Antiblockiersystem. In welcher Stadt kann man das Musée d'Orsay besuchen? Paris. Welcher Mönch schrieb das Buch Meine Wasserkur? Weiß ich nicht. Kneipp, was klingt schmerzhaft, bezeichnet aber einen mandelgedeckten Blechkuchen mit Vanillecreme. Weiter. Bienenstich, wie nennt man eine kalendarische Zeitangabe? Monat. Datum, wie heißt die Fee an der Seite von Peter Pan? Weiter. Tinkerbell, wie heißt der gegen Ende der Eiszeit ausgestorbene pelzige Elefant mit gebogenen Stoßzähnen? Weiter. Mammut, wie viele Herzkarten hat ein Skatblatt? 4. 8. Was für ein Tier ist Little John in Disneys Robin Hood? Weiß ich nicht. Ein Bär. In welchem Monat ist Siebenschläfertag? Weiter. Juni. Was ist Kamut, das schon die Ägypter kannten? Eine Weizenart. Was bezeichnet ein Blatt Papier und auch eine Waffe, die mit Pfeilen schießt? Weiß ich nicht. Bogen. Was bedeutet das Wort Bibel eigentlich? Buch. 1.000 Euro. Relativ früh eingesammelt. Hast du gesagt, mir reicht's. Alles okay? Nee, Blackout. Das Beste ist, es ist vorbei. Ja, sehr schön. Und schlimmer wird's nicht. Das ist auch super. Außer du hast Angst vor ihm. Hier kommt der Jäger. Bianca, das ist Klaus-Otto Nagosnick. Herr Nagosnick, Bianca, guten Abend. Wir wollen spielen, liebe Bianca. Hier ist dein Geld. Hart verdiente, schnell verdiente 1.000 Euro aus deiner Schnellraterunde. Das ist deine Startposition. Von da an ist es jetzt dein Ziel, mit jeder richtigen Antwort eine Stufe weiter runter bis ins Finale und zu Manfred zu kommen. Du kannst dir Sicherheit kaufen. Du kannst eine Stufe weiter weggehen vom Jäger. Mhm. Das kennt er von früher aus der Schule. Du kannst aber auch ein bisschen näher an ihn heranrücken. Dafür wird er dir Geld anbieten. Herr Nagosnick. Wenn Sie auf der Leiter abwärts rutschen möchten, auch dann halbieren wir das wieder auf 500 Euro. Mhm. Und was gibt's für Bianca, wenn sie ein bisschen näher kommt? Das wollen Sie doch. Ach, verdoppeln wäre jetzt langweilig. Gehen wir hoch auf 20.000. Eure Meinung? Ich denke, 1.000 sind okay. Zocken. Na? Bleiben wir bei 1.000. Ja? Ja. Okay. Dann machen wir das so. Ich wünsche dir viel Erfolg in deinem Duell. Und die Jagd beginnt. Danke. Und sie beginnt mit dieser Frage. Was bedeutet Feng Shui wörtlich übersetzt? A. Feuer und Asche. B. Wind und Wasser. C. Licht und Schatten. Was hast du genommen? C. Licht und Schatten. Licht und Schatten. Was ist die richtige Antwort? Ah. B, Wind und Wasser. Bianca bleibt stehen, kann sie sich erlauben. Was sagt der Jäger? Es gibt mittlerweile so viele Feng Shui-Bücher und in jedem Vorwort wird also erklärt, was Feng Shui auf Chinesisch eigentlich heißt. Mhm. Da muss man nicht weiterlesen. Kein Fernseher im Schlafzimmer und solche Sachen. Ja. Na gut. Also, er kommt hinter dir her, ist ein bisschen näher dran, ist aber noch alles in Ordnung. Du bestimmst, was hier passiert, wenn du richtig antwortest. Hier kommt die nächste Frage. Was wird auch Karambole genannt? A. Erdferkel, B. Sonnenblume, C. Sternfrucht. Du hast schon, alles gut. Alles gut, ne? Was hast du genommen? Sternfrucht. Okay. Ist es. Ist es? Ja. Okay, gerne. Ist es Sternfrucht? Wir brauchen C. Was ist die richtige Antwort? Super. Erster Schritt für dich. Ja, fällt einem doch dann ein bisschen was vom Herzen. Ne? Ja. Da bewegst du dich weiter weg von Herrn Nagosnick. Was sagt der? Wichtig. Was sagt der Jäger? Oh,
kein Jägerlatein, offensichtlich Küchenlatein. Richtig. Oh, das hat sich ja gelohnt. Du hast den Abstand wieder vergrößert. Ja. Weiter geht's. Und hier kommt die nächste Frage. Folgen wie in den Versen der Ilias zwei kurze, betonte Silben auf eine lange, unbetonte Silbe. Heißt das wie? A. Spondeus, B. Dactylus, C. Anapest. Oh, scheiße, falscher Knopf. Zu spät. Habe ich da gerade scheiße, falscher Knopf gehört? Ja. Was hast du genommen? Ich habe C gedrückt, wollte aber eigentlich B. Was ist die richtige Antwort? Sie wollte B. Es war nur verdrückt. Sie hat es gewusst. Das ist so doof. Gibt es da eine Konsequenz? Was sagt der Jäger? Ja, okay. 6 Dactyloi machen einen Hexameter, 5 einen Pentameter. Und damit wäre das zweizeilige Versmus in der Ilias komplett. Vielen Dank für die Erklärung, Herr Nagosnik. So, konzentriere dich bitte auf deine Finger und auf die richtigen Buchstaben. Ja. Weiter geht's. Hier kommt die nächste Frage. Spitzen, Paspillen, Bordüren und dergleichen sind allesamt A. Reinigungsmittel, B. Putzwaren, C. Wischzeug. Bitte drücken, drücken, drücken. Oh, entschuldige, aber nichts ist unnützer, als wenn die 5 Sekunden auslaufen. Ich wollte nicht anschreien, aber ich musste es tun. Das tust du auch nur einmal. Du, dann, was hast du genommen? Ich habe B genommen. Was ist die richtige Antwort? Gut, sehr gut. Läuft doch. Ja, wird besser. Ja, musst du richtig hingucken, Mensch. Ja. Nächster Schritt für dich hier. Du brauchst nur noch 3 richtige. Und was sagt der Jäger? Nach wie vor ist er nah an dir dran, aber noch nicht so nah dran, dass wir uns ganz doll Sorgen machen müssen. 3 richtige brauchst du noch. Hier kommt die nächste. Wer spricht in dem Trickfilm Ratatouille den stellvertretenden Chefkoch Horst? A. Johann Lafer, B. Frank Rosin oder C. Tim Mälzer? Tim Mälzer. C. Tim Mälzer. Was ist die richtige Antwort? Hey, Fachgebiet, ne? Hä? Super. Kollege. Tja, alles Kollegen eigentlich, ne? Aber da ist dein nächster Schritt, liebe Bianca. Es sind nur noch 2. Was sagt der Jäger? Ist auch richtig. Bleibt ihr auf den Fersen. Nach wie vor ist aber eine Stufe zwischen euch. Und wir sind nicht mehr weit entfernt von Manfred und 5.000 plus 1.000 Euro. Hier kommt die hoffentlich vorletzte Frage in diesem zweiten Duell. Der Gott Sobek wird dargestellt als Mensch mit A. Löwenkopf, B. Krokodilkopf, C. Adlerkopf. Ich mag das, dass du immer noch mal hinguckst. Ja, ja, das passiert mir einmal. Ja, sehr gut. Was ich habe jetzt den Löwenkopf und ich weiß es aber nicht genau. Aha. Das ist geraten. Das ist völlig egal. Hauptsache A ist richtig. Was ist die richtige Antwort? Ah. Bianca bleibt stehen. Kann sie sich erlauben? Was sagt der Jäger? Das weiß er. Ja, das weiß er. Ägyptische Mythologie und Krokodile im Nil waren für die Ägypter schon beeindruckende Tiere. Mhm. Dem haben sie einen Gott geweiht. Für wen nicht, ne? So, da ist er jetzt. Und jetzt haben wir die Situation, die wir hier immer wertfrei als Herausforderung bezeichnen. Wenn du falsch bist und er richtig, dann müssen wir Tschüss sagen. Ansonsten gehst du jetzt, wäre mein Vorschlag mit 2 richtigen Antworten einfach durch. Was nimmst du? Ich nehme die richtigen Antworten. Sehr gut, das wollte ich hören. Hier kommt die nächste Frage. Welche Hemdkragenform geht auf den 4. Sohn König Georgs des 5. zurück? A. Kentkragen, B. Sailorkragen oder C. Stehkragen? So, was hast du genommen? Stehkragen. Den Stehkragen. Mhm. Gewusst, geraten, getippt? Habe ich getippt. Wir brauchen C für die letzte Stufe und möglicherweise für den Verbleib in der Sendung hier. Ja. Was ist die richtige Antwort? Jetzt habe ich mich doch gerade mit euch angefreundet. Ja, hat ein bisschen gedauert. Ja. Oh nee. Das ist der Kentkragen A.
Was sagt der Jäger? Es geht ums Überleben von Bianca hier bei Gefragt gejagt. Schämen Sie sich, Herr Nagorstek. Vielen Dank fürs Kommen. Du hast toll gespielt. Da kommt nicht jeder. Wir sagen Tschüss, Bianca. Alles Gute, Grüße nach Ona. Daniel, komm, weiter geht's. So, Daniel, haben wir was gut zu machen jetzt? Ja. Bist du gut drauf? Vollkommen gut drauf. Hast du alles mitgeraten? Wie warst du bislang? Ja, gutes Mittelmaß. Ja? Ja. Bist du gefragt, Gejagd-Gucker? Der ersten Stunde glühender Fan. Ja? Okay. Also, bin gut in Form. Ja, und zu Hause gucken auch alle jetzt wahrscheinlich? Oder? Ich hoffe, Familie, WG sollten alle. Also zusammen wahrscheinlich, ne? Public Viewing GG. Möglicherweise. Ja. In Würzburg, Hochburg von Pub-Quiz oder wo kommt deine Stärke her? Genau, wir haben ein paar Irish Pubs, in denen wir regelmäßig Pub-Quiz veranstalten und auch in denen die stattfinden. Und ja, da kann man ganz gut trainieren. Jetzt wollen wir dich ins Finale kriegen, aber zunächst holst du dir ordentlich Spielgeld. 60 Sekunden für dich auch. Du kennst die Regeln seit der ersten Stunde. 500 Euro pro richtige Antwort. Und die Zeit für Daniel startet jetzt. Wer ist die einzige Frau auf dem Schachbrett? Dame. Welcher Papst hieß vor seinem Amt Karol Wojtyla? Johannes Paul II. Wie heißt die Hauptstadt von Weißrussland? Minsk. Was verschießt man mit einer Armbrust? Pfeile. Das Büro welches Präsidenten hat eine ovale Form? US-Präsident. Wer entdeckte den Seeweg nach Indien über Afrika? Christoph Kolumbus. Vasco da Gama. Wie heißt der fliegende Elefant aus Disneys gleichnamigen Dumbo. Film? Welches Museum ist in einem ehemaligen Londoner Kraftwerk untergebracht? National Gallery. Tate Modern. Welcher Nationalität war Herr Adolf Sachs, der Erfinder des Saxophons? Deutsch. Belgier. Wie nennt man vor allem in den Nachrichten einen Auswanderer? Immigrant. In welchem ostasiatischen Land wurde der Bubble Tea erfunden? China. Taiwan. Mit welchen Blasen wurde Roncalli-Clown Pick berühmt? Seifenblasen. Welche Armee trägt Parker mit der Deutschlandfahne auf dem Ärmel? Weiter. Bundeswehr. Wie heißt das Parlament des Staates Israel? Weiter. Knesset. Wie heißt der Franzose, der das erste lichtbeständige Foto der Welt knipste? Pierre Curie. Nipse. Welches Gift hat im Periodensystem... 4.000 Euro. Nee, nicht nur. Ist gut. Bloß weil er 5.000 gemacht hat. Nein, ist absolut okay. Ja. Und da sind immer ein, zwei Hänger dabei, die man nach dem Motto hätte. Direkt, ja, klar. Alles gut. Du hast sie ja wieder zurückgekämpft. Das ist wichtig. Und das sollte Mut geben fürs Duell. Jetzt wollen wir dich durchkriegen. Hier kommt der Jäger. Daniel, Herr Nagorsnik, Herr Nagorsnik, Daniel Esche, Kneipenquisser aus Würzburg. Guten Abend. Daniel, ich grüße Sie. Kneipenquiz trainiert. Hat man gemerkt gerade, finde ich. Das hat man gemerkt. Mhm. Das Dumme ist nur, ich spiele auch leidenschaftlich gerne Kneipenquiz. Ja, gut. Aber trotzdem veritabler Gegner hier, den wir gerne im Finale hätten. Ich glaube, Manfred ist auch guten Mutes, Gloria auch. Wobei, die hat noch ein bisschen Schiss, weil sie muss gleich noch. Aber da ist dein Geld, lieber Daniel. 4.000 Euro, starke erste Runde, auch für dich gilt. Du weißt es, mit richtigen Antworten kommst du immer weiter runter bis ins Finale. Du kannst dir Sicherheit kaufen, du kannst ein bisschen wegrücken vom Jäger, das kostet dich Geld. Du kannst aber auch eine Stufe weiter oben beginnen, dafür wird er dir Geld anbieten. Herr Nagorsnik. Auf der unteren Stufe bleiben 800 Euro. Ach, das ist viel, was er nimmt. Und Risiko für Daniel, was gibt's da? Wenn Sie etwas riskieren wollen, winken 40.000 Euro. Gott. Kannst du deine eigene Kneipe kaufen und so viel quissen, wie du willst. So, Manfred. Daniel, ich glaube an dich. Ja. Du hast das Zeug. Jetzt hast du es begriffen, was du brauchst, nämlich Kohle im Finale. Gloria. Ich spekuliere ja sonst auch auf Sicherheit, aber ich glaube, du weißt es. 40 ist schon viel, ne? Ja. Das ist hart. Du entscheidest. Du sollst dich wohlfühlen, aber... Also dann nichts aber. Nehmen wir die 40.000 Euro. Es geht um 40.000 Euro. Alle für Daniel. Alles Gute. Die Jagd beginnt. Und sie beginnt mit dieser Frage. Wo fand 1956 die erste Ausgabe des Eurovision Song Contest statt? A. Graz, B. Lugano, C. Dublin. Sowas wisst ihr doch immer. Die erste und die letzte und die einzige, größte, kleinste. Ich habe jetzt mal Lugano genommen. Mhm. Ich hoffe, dass es in der Schweiz war. Das hoffe ich sehr. Und ich glaube, alle hier hoffen das auch. Was ist die richtige Antwort? Come on. Jetzt spielen wir das Ding mal richtig schön runter hier. Erster Schritt für Daniel ist gemacht. Was sagt der Jäger?
Ja, gut, okay. Nehmen wir zur Kenntnis. Basiswissen, Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Mhm. Es ist nichts passiert. Du machst alles richtig. Und hier kommt die nächste Frage. Was enthält Alkohol, wenn auch in sehr geringem Maße? A. Kefir, B. Molke, C. Schwedenmilch. Was hast du genommen? Ich habe C. Schwedenmilch genommen. C. Schwedenmilch, sagt Daniel. Was ist die richtige Antwort? Daniel bleibt stehen, kann es sich erlauben. Was sagt der Jäger? Okay, da ist er jetzt. Jetzt haben wir die Situation, die zu einem überragenden Gefühl führen wird nachher, wenn wir hier ins Finale gehen und du ihn jetzt richtig schön herspielst. Okay, wollen wir es so machen? Ja, klingt nach. Nächste Frage. Was bezeichnet eine Damenhandtasche? A. Baguette, B. Brioche, C. Pain. Ja, vermutlich eher eine Frage für Gloria, aber ich habe jetzt mal B. Brioche. Daniel sagt B. Was ist die richtige Antwort? Shit. So, wir haben es weggegeben, aber das könnte jetzt kein Basiswissen vom Jäger sein. Was sagt der Jäger? Boah. Eieiei. Danke, Herr Nagosnik. Bitte, den Kommentar sollten wir wirklich Gloria überlassen. Du wusstest das, Gloria? Ja. Ja? Okay. Weiter geht's. Mach das nicht nochmal, okay? Ja. Hier kommt die nächste Frage. Am 1. Mai 2011 wurde ein damals 43-Jähriger zum bis dahin jüngsten Präsidenten der A. Bundesbahn, B. Bundesbank, C. Bundeswehr. Was hast du genommen? C. Bundeswehr. Mhm. Was ist die richtige Antwort? Diesmal hätte ich es befürchtet, wegen Präsident. Ja. Weil ich nicht weiß, ob bei den anderen das Präsident heißt. So. Nächste Überlebenschance, die nur noch sehr theoretisch im abgelaufenen Fingerdruck von Herrn Nagosnik besteht. Was hat er genommen? Es geht um Daniel hier und um 40.000 Euro. Was sagt der Jäger? Ja. Tschüss, mein Lieber. Aber das musste man nehmen. Ja. Alles ist gut. Vielen Dank, Daniel. Gloria, auf geht's. So, Gloria, jetzt sitzt da ein einsamer Manfred. Ja. Das wollen wir nicht lange so zulassen, oder? Das wollen wir ändern. Ja, alles okay bei dir? Alles okay, ja. Ja? Wie wärst du gewesen in den Runden davor? Ich glaube, Judith Mittelfeld. Ja? Also. Na gut, welche Quiz-Erfahrung hast du? Irgendwelche? Ich habe tatsächlich mal aber selber Kneipen-Quiz, aber dann wirklich, also nicht dieses unnötige Wissen, sondern eher so aus dem Kiez und so Sachen. Und könnte man ja vielleicht mal mit aufnehmen. Ja. 60 Sekunden für dich, jo. Gloria. Du kennst die Regeln. Jede richtige Antwort gibt 500. Halte dich nicht an Patzern auf, sie sind normal. Ja. Und wenn du bereit bist, jo, startet deine Zeit. Ja. Jetzt. Welche Farbe hat der obere Teil der deutschen Nationalflagge? Gelb. Schwarz. In welcher Stadt steht die Basilika Papale San Pietro? Vatikanstadt. Wer spielt den Einsatz in Manhattan den Polizeilieutenant Kojak? Telly Savalas. Welchen Sport betreiben die Kölner Haie? Handball. Eishockey. Welches Instrument im Orchester verändert beim Spielen ständig seine Länge? Weiter. Posaune. Auf welcher afrikanischen Insel wird die meiste Vanille geerntet? Madagaskar. Wie heißt das mit Zaun umgrenzte Weideland für Pferde? Weide. Koppel. Welches EU-Land machte 2013 einen 27-Jährigen zum Außenminister? Estland. Österreich. Welches Kleidungsstück war das Markenzeichen von Walter Momper? Roter Schal. Die Gemmologie ist die Wissenschaft von welchen Steinen? Weiter. Edelstein. Welche Sängerin ist die Mama von Oliver Vnucks Sohn? Weiter. Yvonne Katterfeld. Die punischen Kriege führte Karthago gegen welches Reich? Römisches Reich. Über welches Meer fährt man, wenn man über den großen Teich schippert? Atlantik. 2.500 Euro. Super. Und du hattest so ein bisschen ein dünnes Stimmchen zwischendurch. Ja. Aber hast dich nicht doll eingekrampft. Das ging nachher wieder gut. Dann, ja, oder? Ja. Ja?
Wie war es für dich, Schatz? Ja. Liebling. Ja. So, also zwei, drei Sachen da. Wollen wir ins Finale gehen? Man sich. Ja. Den schnöden Bibliothekar mal ein bisschen auflockern jetzt. Ja. Vielleicht kriegst du ihn. Hier kommt der Jäger. Herr Gosnick, das ist Gloria, die letzte große Aufgabe des heutigen Abends. Guten Abend, enchanté. Guten Abend, freut mich. Seien Sie ein bisschen vorsichtig, wenn Sie ihr nicht passen, dann greift sie, glaube ich, nur einmal hoch und zieht sie die Treppe runter. Hatten wir ich auch noch sehe lange Arme, aber es wird nicht reichen. Na gut, wir hoffen, dein Geld reicht oder wird sogar noch viel mehr. Da ist es, Gloria. Deine erspielten 2.500 Euro liegen auf der Startposition. Auch für dich geht richtige Antworten, bringen dich Step by Step Richtung und nachher ins Finale. Ich bin mir ganz sicher, du kannst dir Sicherheit kaufen, wenn du möchtest. Ein bisschen wegrücken vom Jäger, das kostet Geld. Du kannst aber auch an ihn ranrücken. Das gibt Geld. Was sind die letzten Angebote? Das vorletzte Angebot, bei etwas Abstand, sind 1.500 Euro. Ja, okay. Und was bekäme Gloria, zockte sie? Wenn Sie mit den Wimpern klimpern, klimpere ich mit dem Geld. 25.000 Euro. Ja. So richtig moralisch ist das wieder nicht, ne? Du könntest Manfred noch mal kurz konsultieren, wenn du wolltest. Was sagst du? Gloria, es ist deine Entscheidung, aber denk nur an eins, lass mich nicht alleine hier. Ich will die sichere Variante, wir bleiben auf der 2,5. Die Mittelvariante, die also Startvariante. Ja, die 2.500 Euro, dann hätten wir 7,5 für euch beide. Und darum wollen wir gleich im Finale spielen. Fehlen nur noch 1, 2, 3, 4, 5 richtige Antworten. Drückt dir alle Daumen, die Jagd beginnt. Und sie beginnt mit dieser Frage. Wer gilt als der Erfinder des elektronischen Fernsehens? A. Manfred von Ardenne, B. Norbert von Eifel, C. Paul Westerwald. Dein Knie knackte. Ja, ich werde mich ja immer schön schwungvoll bücken müssen. Was hast du genommen? Paul Westerwald. Gloria sagt C. Was ist die richtige Antwort? Oh, du hast es so sicher gesagt. Ich dachte, klasse, Aufwärmfrage für dich. A, Gloria bleibt stehen, kann sie sich aber erlauben. Was sagt der Jäger? Der weiß es. Ja, der weiß es. Er kommt ein bisschen näher ran, aber es ist noch eine helle Farbe zwischen euch. Weiter geht's, hier kommt die nächste Chance, nächste Frage. In welcher Stadt steht das größte naturwissenschaftlich-technische Museum der Welt? A, New York, B, Paris, C, München. Was hast du genommen? Ich glaube, dass es das in München ist. C, brauchen wir? Was ist die richtige Antwort? Ja, sehr gut. Erster Schritt ist gegangen. Du rückst nach unten. Was sagt der Jäger? Wenn er das nicht weiß. Ja. München, was man auf einer Isar-Insel so alles bauen kann. Gut, du brauchst nur noch 4. Hier kommt die nächste Frage. In welcher Stadt liegt die durch die CSD-Paraden bekannte Christopher Street? A. Miami, B. New York, C. San Francisco. Jetzt enttäusch mich nicht. Was hast du genommen? New York. New York, selbstverständlich. Schon sich mal durchgelaufen. Ja? Ja. Also ist das direkt richtig? Vor 2 Jahren war ich sogar auf dem Wagen mit der CSD-Parade da lang. Na bitte. Was ist die richtige Antwort? Ja. Super. Nächster Schritt. Das sind nicht mehr so viele. Was sagt der Jäger? Durchgelaufen schon? Ich bin noch nicht mitgelaufen, auch nicht mitgefahren, aber ich weiß, dass es genau genommen im Greenwich Village im Süden von Manhattan ist. Mhm. Dafür belohnen wir Sie auch mit dem nächsten Schritt nach unten. Aber wir konzentrieren uns nur auf Gloria und hier kommt die nächste Frage. Frank-Peter Zimmermann aus Duisburg ist ein weltberühmter A. Violinist, B. Clown, C. Schachspieler. Puh, was hast du genommen? Da musste ich raten, der Violinist. A, sagt Gloria, was ist die richtige Antwort? Ja,
Guck mal, es ist eine schöne Mischung zwischen Raten und Wissen. Als nächstes kommt wieder Wissen und dann bist du schon hier. Dein drittletzter Schritt. Den vorletzten machen wir gleich. Vorher, was sagt der Jäger? Ja, Sie waren auch schnell, ne? Nachbar. Das ist bekannt geworden jetzt auch in der Presse. Ich glaube, der hat seine Stradivari, also hat verloren, weil die verkauft worden ist. Mhm. Ganz trauriger Fall. Okay. Da bleibt er an dir dran, Gloria. Aber du hast alles in deiner eigenen Hand. Kann ich mal nicht sehen. Alles in Ordnung? Ja, ja, alles okay, schön. Alles wunderbar. Hier kommt die hoffentlich vorletzte Frage. Wie heißt der Lockruf von Obelix im Comic Die große Überfahrt? A. Schnatter, Schnatter. B. Kuckuck, Kuckuck. C. Guru, Guru. Wäre es nicht so spannend, hätte ich das ja auch ein bisschen mehr intoniert. Aber ich wollte euch nicht die Konzentration nehmen. Was hast du genommen? Ich bin wieder nur am Spekulieren, aber Obelix lockt wahrscheinlich und sagt Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Guru, Guru könnte auch sein. Oder Schnatter, Schnatter. Was ist das die richtige ist Antwort? Wir brauchen B von Obelix. Wir kriegen C. Kannst du dir erlauben? Der ist ja theoretisch noch frei. Wir wissen ja noch nicht, was er gesagt hat. Was sagt der Jäger? Ist das auch Bibliothekarswissen? Natürlich. Asterix und Obelix gehören in jede gute Bibliothek. Ja gut, aber Guru, Guru als Lockruf. Die große Überfahrt endet in Amerika und Obelix entdeckt zu seiner Überraschung die Greenwich Village Christopher Street. Truthähne. Ach so. Und ahmt deren Lockruf nach. Guru, Guru, okay. Guru. Dann wir auch nie vergessen. Das ist ja auch was Schönes. So, jetzt ist er da und er will dich. Aber du willst ihn nicht ranlassen. Und dementsprechend antwortest du jetzt zweimal richtig. Und wir fangen jetzt damit an. Okay. Wer wurde im Jahr 2013 Bundesverkehrsminister? A. Nofretete. B. Tutanchamun. C. Ramses. Das kriegst du. Was hast du genommen? Ramses. C. Ramses, was ist die richtige Antwort? Ja. Ich dachte, es kommen drei normale Namen und plötzlich fangen sie mit Nofretete an. Ich habe extra das Kabinett nochmal gelernt. Aber So, hier ist deine Position jetzt, meine Liebe. Und das ist die schönste, die zweitschönste, die wir haben. Die nächste ist hinten am Tisch mit Geld auf der Uhr. Was sagt der Jäger? Ja, okay. Wichtig sind die Anführungszeichen. Das ist nur der Spitzname. Von Ramsauer. Genau. Ja, okay. Gut, dann spielen wir jetzt. Hier kommt die nächste Frage. Welche Hauptstadt ist ein Anagramm des Namens der alten Hauptstadt des Landes? A. Bangkok. B. Peking. C. Tokio. Was hast du genommen? Ich habe Bangkok genommen, geraten leider. Da wusste ich jetzt nicht. Wenn A, Bangkok richtig ist, dann geht Gloria mit 2.500 Euro ins Finale und hat den Bibliothekar Klaus-Otto Nagorsnik bezwungen. Wir sind gleich zurück. So, hier stehen wir bei Gefragt, Gejagt mit Gloria und wir wollen ins Finale, sind auf der letzten Stufe und brauchen Antwort A. Was ist die richtige Antwort? Ach, so, dann sind wir abhängig von Herrn Nagorsnik. Wollen wir es kurz machen? Ja. Ja. Was sagt der Jäger? Vielen Dank fürs Kommen. Ja, schöne Grüße danke nach Berlin. War sehr schön, dass du da warst. Ja. Tschüss, Gloria. Und wir haben ein 1 gegen 1 im Finale. Herr Nagorsnik gegen Manfred. Finalzeit bei Gefragt, Gejagt. Und hier sitzt nur noch Manfred. Aber den haben wir durchgekriegt heute Abend. Und er spielt jetzt um seine 5.000 Euro aus der Schnellraterunde.
Manfred, du kannst was Großes schaffen heute. Du kannst jetzt im Duell über 2 Minuten den Jäger besiegen. Gute Nachricht zuerst, du nimmst 1 Punkt Vorsprung mit in dieses Finale. So sind die Regeln bei Gefragt, Gejagt. Wer reinkommt, bringt den Punkt mit. Ich stelle dir jetzt 2 Minuten lang Fragen. Du brauchst nicht zu buzzern, kannst dich nur auf dich bzw. meine Fragen konzentrieren und versuchst, einen verdammt hohen Vorsprung herauszuarbeiten. Denn danach kommt Herr Nagorsnik und geht auf seine letzte Jagd. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann startet die Finalzeit für Manfred genau jetzt. Wie alt ist die Tochter einer 49-jährigen Mutter, wenn sie vor 22 Jahren geboren wurde? 27. Wie heißt die Abgabe, die für bestimmte Waren an der Grenze zu entrichten ist? Toll. In welchem Jahrhundert wurde in Großbritannien die Theaterzensur aufgehoben? Im 18. Jahrhundert. Wie heißt Alex Bande in A Clockwork Orange? Weiter. In welchem Monat beginnt bei uns der Sommer? Juni. Welche Fußballlegende wurde 3-mal Weltmeister? Pelé. Wie heißt die staatliche Zulassung für den Arztberuf? Approbation. Mit welchen Pocken wurden die ersten Pockenimpfungen durchgeführt? Weiter. Wie nennt man die ausziehbaren Fächer einer Kommode? Schublade. Welchem CSU-Politiker gedenkt die Website fjs.de? Franz Josef Strauß. Wie wird in der Geografie ein halber Längenkreis bezeichnet? Weiter. Welches deutsche Getränk bezeichnen die Engländer als Hock? Weiter. Flipper, Flipper, gleich wird er kommen. Jeder kennt ihn, den Klugen. Delfin. Wer wurde beim FIFA Ballon d'Or 2014 zum Trainer des Jahres gewählt? Eine lokale Gruppe nennt der Astronom eine lockere Ansammlung von? Sternen. Welcher Mantel heißt nach Feldmarschall Bernard Montgomery auch Monty? Trenchcoat. Welche Hilfe piepst, wenn man den Wagen zwischen andere Autos stellen will? Weiter. Welche mechanische Maschine liefert der Fahrradlampe Strom? Dynamo. Welcher englische Rocksänger kam als David Robert Jones zur Welt? Weiter. Wie hieß König Baudins Gemahlin? Weiter. Die Mähne welches Pferdes war Vorbild für in die Stirn gekämmtes glattes Haar? Pony. Auf welchem sprichwörtlichen Weg ist der sich im Irrtum befindet? Holzweg. Welches elektronische Bauteil wird von Witzbolden auch Datenzäpfchen genannt? Weiter. Wie werden die Verträge zur Gründung der EWG genannt? Maastrichter Verträge. Für welches Studienfach steht die Abkürzung BWL? Betriebswirtschaftslehre. Wie heißt in einer Fernsehserie das dramatische, aber offene Ende einer Folge? Hangover. In welcher Hauptstadt mündet der längste Fluss Spaniens ins Meer? Lissabon. Lissabon kam. Du hast 13 Punkte. Es ist vorbei. Du warst gut. Kurz durchpusten, Manfred. Denn gleich werden wir sehen, und du bist aktiv beteiligt im zweiten Teil des Finals, ob es reicht, was du dir hier erraten hast. Zum letzten Mal heute Abend, hier kommt der Jäger. Herr Nagorsnik, Sie liegen minus 13, gefährliche Zahl. Wie beurteilen Sie es? Die Zahl ist gefährlich, obschon ich nicht abergläubisch bin. Ich leide also nicht an Trickerdeckerphobie. Ich denke, ich werde die Zahl übertreffen. Gut, 2 Minuten lang Zeit für Sie. 2 Minuten lang bekommt der Jäger jetzt Fragen mit einer Besonderheit. Und das ist die wichtige Info für dich, Manfred. In dem Moment, wo er eine Antwort falsch gibt oder eine Frage nicht beantworten kann, wird die Zeit automatisch gestoppt und du bekommst das Antwortrecht. Wenn du es richtig machst, kannst du ihn zurückstoßen. Also bleib dabei, sei konzentriert und wachsam. Herr Nagorsnik, sind Sie bereit? Ich bin bereit. Dann zum letzten Mal heute Abend. Die Jagd beginnt. Und die Zeit für Klaus-Otto Nagorsnik, den Bibliothekar, startet jetzt. Welche Partei verfehlte bei der Bundestagswahl 2013 erstmals die 5%-Hürde? Die FDP. Welchen Cocktailklassiker mixt man vor allem aus Wodka und Tomatensaft? Bloody Mary. Was bedeutet die Abkürzung B2B? Business to Business. Wer komponierte die erste deutsche Oper Daphne? Christoph Willibald Gluck. Stopp die Uhr. Die Antwort ist falsch. Gib dir 5 Sekunden, Manfred. Passe. Wir suchen Heinrich Schütz. Die Uhr startet bei 1 Minute 39 für Sie, Herr Nagorsnik, für 10 richtige. Und die Zeit startet jetzt. Mit welchem Obst kann man Äpfel sprichwörtlich nicht vergleichen? Birnen. Wie heißt der Donnerstag vor Ostern? Gründonnerstag. Welcher Schotte schrieb das Werk Der Wohlstand der Nationen? Adam Smith. Wer gilt als Gründer der ersten skandinavischen Siedlung in Grönland? Leif Erikson. Stopp die Uhr. Die Antwort ist falsch.
Die Wikinger, Harald Blauzahn. Wir suchen Erik, der Rote. 1:19 für 7 richtige. Herr Nagorsnik, bereit? Ja. Dann startet die Zeit jetzt. Welches Ding im Schulmäppchen lässt Bleistiftstriche verschwinden? Das Radiergummi. In welcher Stadt stehen die Ruinen der berühmtesten Akropolis der Geschichte? In Athen. Was kürzen Juristen mit 2 großen G ab? Grundgesetz. Wie heißt Anton Tschechows letztes Theaterstück? Die Möwe. Stopp die Uhr, die Antwort ist falsch. Chance für dich, Manfred. Ich sag's nicht gern, aber ich weiß es nicht. Wir suchen die Antwort der Kirschgarten. 1:03 für 4. Herr Nagorsnik, bereit? Ich bin bereit. Zeit startet jetzt. Wie heißt das Loch in einer Nähnadel? Höher. In welcher Religion gibt es Kaschrut genannte Speisevorschriften? Im Judentum. Welcher Philosoph verbrachte fast sein ganzes Leben in Königsberg? Immanuel Kant. Welche Hosen hießen in der DDR Boxer, Wisent oder Shanti? Boxershorts. Stopp die Uhr. Die Antwort ist falsch. Chance für dich. Puh. Jeanshosen. Die Antwort ist richtig. Der Jäger fällt auf 11. Ruhe bitte. 45 Sekunden für Sie, Herr Nagorsnik. Bereit? Ich bin bereit. Zeit startet jetzt. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen sprichwörtlich welche Leute? Die Faulen. Nenne eine der 3 Bodenseeinseln. Mainau. Wie heißt die Fortsetzung des Kinderbuchs? Die Zeit ist nicht um, aber die Jagd ist vorbei. Herr Nagorsnik hat sie gewonnen mit noch 36 Sekunden auf der Uhr. Herzlichen Glückwunsch, Kompliment. Danke. Aber ja, Manfred, dann im Nachhinein einfach, aber doch zu wenig. Allerdings, ich hätte, ne? Aber hättest du ihn ein paar Mal zurückgestuft, wäre es möglicherweise knifflig geworden hier. In der Tat. Hat es dir trotzdem ein bisschen Spaß gemacht? Auf jeden Fall. Ja, du hast was Großes erreicht, auf jeden Fall ein Einzelduell gegen den Jäger im Finale gespielt. Herr Nagorsnik, toller Typ. Ja, also das hat mir imponiert, einzeln durchzukommen mit 5.000, das ist ja eine Summe. Und dann also halt im Finale, also halt mich durchaus ins Grübeln zu bringen. Es war auf Augenhöhe. Danke an beide. Kompliment an Sie. Das war gefragt, gejagt für heute. Falls Fragen offen sind, alles zur Sendung auf das erste.de/gefragt, gejagt. Und wir sehen uns wieder, wenn die Jagd wieder beginnt. Tschüss und guten Abend.